Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 3. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als ich das hier machen wollte und dann feststellen musste, Moment mal, wir haben kein Kampffeeling, wir haben nur diese komische Sniper und damit können wir eigentlich nicht viel ausrichten. Und dann habe ich das hier unten gesehen. Also, wo ich dann die Aufnahme schon beendet hatte. Wir hätten hier tatsächlich mit einem Panzer. So, und das sollte unsere Chancen, die 30.000 zu schaffen, wesentlich, wesentlich verbessern. Ich muss nur gucken, dass ich mich einigermaßen... was? Ja, okay. Wir legen los. Nichts Zeit, sich auszurichten. Ich bin über irgendwas rübergefahren, deswegen war das halt so. Aber hey, was soll's. 30.000, das schaffen wir doch. Wenn nicht, wäre das auch gelacht, also... Oh ja, Panzer macht das Teil doch ziemlich gut. Damage. Aber reicht es auch aus, um... Na, ihr wisst schon. Ja! Krass! Ja, gut. Ich finde leider nichts mehr zum Zerstören. Ah, Scheibenwerfer. Okay, machen wir das nochmal. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Immerhin weiß ich jetzt, dass es machbar ist. Dann mache ich erst die Schüssel. Ne, die mache ich erst, wenn ich achtfach habe. Gut, und... Ah, okay, hier hinten... Wäre das. Gut, dann machen wir das nochmal mit dem Panzer. Das hat ja ganz gut funktioniert. So, wo bin ich da eben rückwärts drüber gefahren? Keine Ahnung. Ah, nirgends. Mir wurde einfach was angerechnet, glaube ich. Also wirklich jetzt.
Nein! Das kann und darf nicht angehen. Mann! Nur weil ich wieder zu lange gebraucht habe, hat es nicht hingehauen, Leute. Und deswegen, ihr wisst es, machen wir es noch einmal. Ich muss echt gucken, dass ich da richtig gescheit das mache. Deswegen gucke ich nochmal mir genau die Map an. Ja doch, eigentlich ist das eine gute Tour. Ich hab eine bessere Tour gefunden. Okay. Also. Abgesehen davon, dass wir hier echt für Chaos sorgen müssen um 10. So ist es auch wichtig, dass wir überall in meinem richtigen Winkel dran stehen. Und ihr seht, wir haben es ganz easy geschafft sogar. Wir hätten sogar noch ein bisschen was übrig. Ne? Aber falls man es wirklich nicht gepackt hat, kann man tatsächlich hiermit noch ein bisschen was dazu holen. Aber jetzt haben wir es dann doch geschafft. Das hätte im letzten Part doch ordentlich Zeit noch gefressen. Und wir wären dann bei einem 50-Minuten-Part rausgekommen, möchte ich festhalten. Oh, mir brennen die Augen, Leute. Habe ich schon erwähnt, dass ich mich hier gerade wieder kaputt arbeite hochziehen? Nur für euch. Ich will euch kein schlechtes Gewissen machen. Also, sorry, falls ich jetzt jemandem schlechtes Gewissen mache. Macht euch keinen Kopf. Ich zocke ja echt gerne. Ist ja auch mein Hobby. Was ich mehr oder minder in Anführungszeichen zum Beruf mache. Gleichzeitig in der Hinsicht. Aber wirklich möchte ich das eigentlich vermeiden. Also mit meinen Augen, wenn möglich. So. Ja, und wie ihr seht, wir haben die zweite Insel komplett befreit und ja, die dritte Insel werde ich eine andere Mechanik anwenden. Ich teile sie doch nicht auf. Zumindest nicht in dem Maße, wie ich das gemacht habe vorher. Sondern ich werde jetzt erstmal alle Dinger, die mich nerven, zuerst machen. Darunter sind halt die Paraglide-Dinger. Ich weiß, jetzt wird es ziemlich einseitig dann für euch, wenn ich jetzt ständig die Paraglider mache. Ständig die Flugzeuge, ständig die Boote jetzt einzeln. Aber gerade die Paraglider sind die Sachen, die mich am meisten abverdammt nerven. Ich hab's auf mich gerettet. Ich habe mich an der Stelle noch gerettet. Also die mich am meisten nerven halt wirklich. Und deswegen möchte ich die am schnellsten hinter mir wissen. Ich hoffe, dass ich noch das Muster drin habe mit dem Flug. Wenn nicht, kann ich euch jetzt schon sagen, wird das eventuell kurzerhand wieder ein längerer Part.
Ja, da habe ich mich nicht getraut, Leute, bin ich ganz ehrlich. Einfach nein. Man muss kein Risiko eingehen, wenn man theoretisch auch den anderen Kram so schafft. Wie gesagt, man kann natürlich auch mit dem Parkkleider noch ein bisschen sich Zusatz holen, indem man länger in der Luft bleibt. Ich befürchte aber allerdings, dadurch, dass ich mich jetzt durch die zweite nicht getraut habe, dass ich vielleicht etwas Zusatz brauchen werde am Ende. Wir gucken einfach mal. Ah, wobei, vielleicht, nur vielleicht reicht das sogar schon so aus. Oder sagt er jetzt, nein, du musst alle perfekt fliegen? Ja, was sagt er? Er ist gnadenlos. 40.000 oder so brauchen wir tatsächlich, ne? Ich habe nur 1.000 zu wenig. Ne, 42. Wir brauchen sogar 3.000 mehr. Also muss ich einen Ring mehr mindestens mitnehmen. Okay, versuchen wir es nochmal. Eigentlich ganz cool, weil den Kurs empfinde ich jetzt nicht als große Herausforderung. Aber mit anderen Worten, hier die 2.000er immer zu treffen, fühlt sich einfach an. Also mehr oder minder, ne? Ich glaube, das Problem war jetzt auch, dass hier eben der Zug einfach vom Zeitfenster gerade rumkam. Aber wie er ja auch rumkommen soll. Und deswegen war das theoretisch auch nicht machbar. Also das müsst ihr auch beachten. Guckt immer, wenn ihr seht, okay, jetzt ist gerade irgendwie ein zeitbezogenes Event, sowas wie die Züge kommen oder ein Auto fährt da längs, wo ihr lang wollt, dann startet einfach direkt neu. Dann merkt ihr schon, okay, damit kann ich es jetzt nicht mehr als machbar definieren selber. Aber wenn ihr es dann auch wisst. Wenn ihr sagt, okay, ich gehe volles Risiko und fliegt da schwissend durch und dran vorbei wie ein Hero, Respekt von meiner Seite. Ich würde das einfach sagen, nein, nicht machbar. Also, wie gesagt, meinerseits her, ne? Wie ihr das natürlich empfindet, ist wieder euch überlassen. Aber ja. Gut, dann machen wir weiter. Wie ihr seht, haben wir es ja jetzt geschafft. Haben sogar den Schleudersuit Boost. Erhält beim Schleudersuit eine Geschwindigkeit, indem du umschalten hältst. Okay. Mache ich zwar schon ganze Zeit, weil ich dachte, das ist schon immer aktiv. Aber dann habe ich das wohl falsch verstanden. So, das ist einer, den ich noch nicht gemacht habe, aber schon angeklickt hatte, schon durch anscheinend. Machen wir doch den direkt und gucken, dass wir den auch hoffentlich relativ schnell und zeitnah schaffen. Ne? Weil ich will jetzt grandioserweise nicht mehr irgendwie lange herummosern. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel ich brauche. Aber ich glaube, es war irgendwas mit 32 wieder oder 38. Wir gucken einfach gleich. So. Herausforderung neu starten. Ne, 23. Das ist machbar. Ich weiß natürlich nicht die Ringsanzahl. Deswegen versuche ich so gut wie möglich. Ah, Scheinwerfer. Da habe ich mich nicht hoch genug getraut an der Ecke nochmal. Jetzt, das wird mir noch am Ende wieder böse zukommen. Wahrscheinlich. Vermutlicherweise, ne? Ja. Kann ich dann direkt neu starten. Der letzte hätte nochmal 2000. Ich wäre nicht annähernd drauf gekommen. Also wirklich, den einen muss ich komplett mitnehmen. Komme, was da wolle. So blöd er auch platziert ist. Eieiei, okay. Jetzt den Rest noch gut fliegen und dann passt das eigentlich alles. Also keine Ditcher, keine Anhauer oder sonst was. Auch hier natürlich wieder ganz wichtig. Hier habe ich nämlich eben versemmelt. Ja, und dann ist es auch ganz easy, wenn man dann hier unten ankommt. Oder fehlt jetzt was? Wenn ja, warum?
Aber nein, ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, 26.000. Geschafft ist geschafft. Und somit schaffen wir weiter. So. Dann machen wir als nächstes den. Wie gesagt, ich mache jetzt die ganzen Wingsuit-Dinger erstmal. Selbst die, die mich so hart genervt haben wie sonst was, werde ich abarbeiten. Weil, grandioserweise, wenn mich das jetzt noch nervt, kann ich keine anderen Spiele mehr spielen. Ne? Und ich glaube, dieser Ehrgeiz wird sich auch in anderen Spielen widerspiegeln später. Weil ich dann immer mehr mich auch selber herausfordere und Sachen wieder schaffe. Ich habe mal die Intention gehabt, bei vielen Spielen so gut wie immer 100% holen zu wollen. Ich weiß nicht, wann das mal gestorben ist, die Intention. Aber jetzt bin ich wieder Feuer und Flamme für sowas. Klar, nicht bei allen Spielen, bei einigen ist das nämlich auch wirklich absurd schwer. Ah, Scheibenblätter. Noch starte ich nicht neu, weil noch ist das nicht, das heißt, nicht machbar. Ich steuere einfach übrigens die Kamera auch wieder nicht. Na, also, wir gucken und warten ab. Ah. Oh, warte mal, ist das? Au, ah, au, ah, au, 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 au. Oh, au, au, au. Ah, ei, 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 ei. Ja, okay. War klar. Da bin ich zu sehr ins Trudeln gerade. Und warte mal, habe ich gesehen 60.000? Warte, das muss ich nochmal korrigieren und nachschauen. Nein, ist richtig. Ich darf also mit anderen Worten keinen Fehler machen und das sind 30 Ringe. Plus den Endbonus, also maximal ein Fehler darf ich machen. Nee, Quatsch, zwei. Mathe sollte ich auch mal wieder üben. Da ich noch bergab fliege, ist das nicht so schlimm. Weil ich ja natürlich nochmal wieder Tempo raufhole. Das wiederum könnte etwas schlimmer gewesen sein. Wobei, ich bin immer noch in einer Art Sinkflug. Und wie es ausschaut, könnte es sogar reichen, Leute. Bei 5, ja, es reicht. Knapp, aber immerhin. Und ich bin nicht mal perfekt geflogen, möchte ich sagen. Ne? Gut. Aber wir haben vielleicht eine Einbuße von 2400 oder so. Ganz grob überschlagen. Aber immerhin haben wir es geschafft. Und das ist mir das Wichtigste am Ende. Gut, dann machen wir direkt den nächsten Spaß. Aufprallwiderstand. Schaden beim Aufprall. Gewährt erhöhte Minderung des Schadens durch physische Aufprall. Ja, okay. Ab dafür. So, dann machen wir das hier als nächstes. Wie gesagt, erstmal alle Schnellreisepunkte immer nutzen, ne? Und wir sind auch echt flott unterwegs. Ich sehe das gerade auf der Zeitanzeige. Übrigens 40.000 Bereich, das heißt ungefähr 20 Ringe plus sind hier wieder verbaut. Ich gucke gleich nochmal genauer, was für eine Punktzahl. Und zwar jetzt 42.000 sogar insgesamt. Gut, ich muss mal ganz kurz die Tastatur ein bisschen mit vielleicht druckeln. Aber wir machen das jetzt. Okay, also 42.000, das heißt insgesamt sind es... Also 20 Ringe, ne, plus minus Ende, ne. Ne, Quatsch, 21, sorry, man sollte rechnen können. Oha.
Nein! Nein! Okay, da bin ich dann doch ein bisschen zu rasant runter. Muss hier ganz kurz übrigens was korrigieren. So. Eieiei, okay, also bis zu der Stelle hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Bloß dort muss ich, glaube ich, eine kleine Bremse reinziehen dann, um halt die Kurve nach oben wieder zu kriegen. Okay, also das nach unten mache ich ganz easy. Dann kurz ein bisschen ausbremsen, damit ich nicht so turbomäßig auf den Boden aufpralle. Nein! Ah, Scheibenwischer. Okay, ich kann ja erstmal gucken, wie es weitergeht. Machen wir das lieber erstmal. Oder vielleicht ist es auch schlauer, sich förmlich am Berghang lang zu hangeln. Ja, das ist ganz gut. Merke ich mir für die Runde, wo es dann hinhauen sollte. Weil ich mich leicht am Berghang längs hangeln muss. Also von der Flugbahn her. Und wer weiß, vielleicht reicht ja auch das, was ich schon habe, aus. Natürlich nicht. Ah! Ich habe aber die letzten 3-4 Ringe ja gesehen. Und die werden nochmal richtig ekelhaft. Weiß da auf jeden Fall auch schon mal Bescheid. Vielleicht sollte ich da dann doch auch eine Luftbremse doch mal ausprobieren. An der einen oder anderen Stelle. Nein! Ah, jetzt bin ich gelandet, weil ich zu... Ja, okay. Das wird hier doch wieder so einer der Ekelkurse, habe ich das Gefühl. Ja. Immerhin sehe ich durch JPQ, wie viel ich ungefähr brauche. Oder exakt, was ich brauche. So weiß ich dann ja auch so ein bisschen Nennwert, okay, ich bin dran oder ich bin noch zu weit davon entfernt. So, das hat mich jetzt nochmal ganz kurz ausgebremst. Sollte es sogar. Oh, okay. Ah, 2 Ringe sind immer ekelhaft, weil dann muss ich mit dem 5000er Bonus hoffen, dass der das wieder rausreißt. Sofern nämlich die Ringe nämlich nicht ausreichen. Eieiei, ich sehe, was ich machen soll. Eieiei, ist das ekel. Alter, du willst mich verarschen. Es hätte, glaube ich, nicht mal gereicht übrigens. Wir waren bei 33, wären nochmal mit 2000 bei 35 gewesen und wären gerade vielleicht bei 40.000 rausgekommen. Und wir brauchen ja immerhin... Genau, 42.000. Das heißt, wir müssen einen Ring so oder so Minimum mehr mitnehmen. Also ich darf wirklich nur maximal einen einzigen Fehler haben. Aber das auch wirklich nur ganz knapp. Eieiei. Okay, vielleicht mache ich auch hier wieder einen kleinen Cut, bis ich es dann habe. Ich weiß es noch nicht. Muss aber auf jeden Fall gucken, dass ich das hier besser hinkriege. Ja. Okay, jetzt darf ich keine Fehler mehr machen. Ich glaube, das hat gereicht. Ich habe jetzt einfach nur aus Reflex und Schreck kurz das gemacht. Bitte. Gott sei gedankt. Alter, ich wusste halt wirklich nicht, ob es reicht. So gar nicht. Okay.
Wir machen hiervon Feierabend von diesem Ding. Ich gucke auf der Karte, wo das nächste Ding herumgeistert. Also hier haben wir auf jeden Fall so oder so die Fliegdinger frei. Fertig, meine ich. Hier oben direkt in dem Bereich gibt es nicht. Hier gegenüber auch nicht. Da ist meine. Warte mal, ich will ja auch erstmal gucken, ob ich die ohne Sternmarkierung auch nochmal machen kann. Da wäre nur der hier. Den habe ich noch nicht mal gemacht, aber ich habe ihn schon angeklickt einmal. Das heißt, den muss ich so oder so mal abhaken. Gut, also wie gesagt, ich mache jetzt wirklich bei der Insel erstmal die großen Nervengeschichten. Das heißt wirklich solche Sachen wie Wingsuit, Schifffahrt und Flugzeuge. Weil das sind so die drei nervigsten Sachen für mich. Autos relativ. Muss ich mich zwar auch ab und zu herumstreiten bei manchen Stellen, weil ich denke so, okay, für die Mission doch ein anderes Fahrzeug. Okay, komisch. Aber ich lasse mich auch immer eines Besseren belehren. Wenn ich mal übrigens sehr ruhig bin und mich sehr stark konzentriere, tut es mir auch leid, dass ich dann so still bin. Weil meistens kennt ihr es ja eigentlich von Let's Playern, dass sie ununterbrochen quatschen. So auch hier eigentlich. Aber ja, ich bin halt nicht dafür geschaffen, so drastisch viel zu quatschen, wie ich gerne möchte, im Zusammenhang mit dem, was ich hier mache. Gut, ich gucke erstmal dem Kurs mir mal an, weiterhin. Weil die Kurve, die muss ich auf jeden Fall anders fliegen, das weiß ich jetzt schon. Ja, und dann kann ich auch direkt neu starten. 44.000 ist sowieso der Fokus, das heißt, ich muss 22 Ringe durchfliegen. WTW 21 Ringe perfekt durchfliegen, plus minus Ziel halt, ne? Gut. Ich glaube, jetzt kommt dieser Punkt, wo man so langsam keinen Bock mehr auf den Wingsuit hat und der Körper einfach sagt, Alter, ich krieg's nicht mehr geschissen. Weil eigentlich war ich da ganz gut geflogen bis zu der Stelle, ne? Und bei der einen habe ich mich auch dann so gefragt, hä? 750, ich bin doch exakt durchs Rote. Also wirklich so. Ne? Weil noch exakter durch und ich wäre ein Pfannkuchen gewesen. Ja, jetzt habe ich den verkackt. Ja, gut. Ich mache jetzt mal gerade einfach nur gucken, wie es da hinten weitergegangen wäre. Das glaube ich auch ganz gut. Ist halt echt blöd, wenn man sich keine Fehler mehr erlauben darf oder kann. Ah, hier, seht ihr, das Auto hat mich auch zum Beispiel aus dem Konzept gebracht. Weil so konnte ich jetzt eben die Kurve etwas besser fliegen. Okay. Dann ist hier hinten das Ende. Nein. Ich wollte eigentlich, genau. Gut, 44.000. Wir machen das. Gar kein Thema. Ob wir das in der Zeit schaffen, ist die andere Frage. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, perfekt zu fliegen, also wenn die Kurve wieder am Anfang komplett versemmelt, mache ich einen kleinen Cut und schalte euch dazu, wenn der Rest der Strecke ansteht. Sprich, kurz vor fertig wieder bin. Oh, warte mal, das ist auch gut. Oder auch nicht. Okay, es hätte funktioniert. Ich glaube, ich habe da nur komplett was falsch gemacht. Also zum Ende hin. Finaler Versuch. Jetzt habe ich auch ein Gefühl für die Kurve da vorne. Und ich darf hier auch nicht zu sehr hochziehen. Ich muss hier eher so mit Tippern seine Flugbahn leicht anpassen.
damit er halt nicht zu viel Tempo rausnimmt, also nicht quasi nicht bremst, sag ich mal so. Ja, das war jetzt wirklich gut. Eigentlich voll durchs Rote, aber okay. So, jetzt muss ich hier hoffen, dass hier kein Auto gerade meint, fahren zu müssen. Weil dann kriege ich ja auch die Kurve. Seht ihr? Kein Auto, gleich keine Probleme. Und theoretisch müsste das jetzt es gewesen sein. Oder? Wir gucken mal. Schaffe ich es noch hier durch? Boah, easy. 2000 plus 5000, wir haben es geschafft. Aber auch wirklich Punktlandung quasi mit den noch 18 zusätzlichen. Gut, kann ich nichts zu sagen, finde ich prima. Und wie gesagt, ihr seht ja, es gibt auch noch so eine Art Highscore-Jagd-Kram, mache ich aber nicht mit. Also da ackere ich mich gar nicht ab. Gut, hier ist kein Flugding mehr zu machen. Da ist das, was ich gesucht habe. Das will ich mich nochmal durchkämpfen. Reicht die Zeit? Für einen Anlauf reicht die Zeit. Ich hoffe, dass ich jetzt direkt zu Anfang direkt perfekt schaffe. Wenn nicht, sage ich euch gleich schon, wenn nicht, dann mache ich das so lange im Off, bis ich komplett durch bin. Leute, das sage ich euch so schon. Sag mir bitte, dass das Icon weggeht, sonst habe ich gerade ein Problem. Das macht mich sonst nämlich auch kürre. Gut, aber wie gesagt, Fokus setze ich jetzt erstmal auf Fliegen. Deswegen bin ich jetzt sogar komplett still. Ja, das ist die Strecke, die ich mich so abgekrampft habe. Weiß nicht, ob jetzt mit den Erfahrungswerten, die ich jetzt habe über den Wingsuit, wie ich den vernünftig steuere und alles, ob ich das dann besser schaffe. Okay, das darf passieren. Einer ist in Ordnung, ihr wisst es ja. Inzwischen auch. Warum war der zweite jetzt auch egal? Der zweite ist eigentlich hinten mehr gebraucht gewesen, aber... Machen wir nochmal. Und das ist jetzt so ein Ding, wo ich sage, ich mach's im Off. Von daher, bis gleich. Ey Leute, guckt mal, wie kurz auf knapp ich es geschafft habe, nochmal meinen Score zu verbessern. Das Blöde ist nur, man muss echt scheiße genau fliegen. Und ja, ich weiß, ich habe jetzt scheiße gedacht, aber mir fehlte nur ein Ring, den ich nicht vernünftig getroffen habe. Da hätte ich es geschafft. Ich habe schon versucht, ob man am Anfang irgendwie so Kreise ziehen kann, um noch mehr Punkte zu machen. Ist keine Lösung bei dem Kurs tatsächlich. Ich mache das jetzt nochmal, von daher, bis gleich. Leute. Ich habe es geschafft. Man muss wirklich perfekt fliegen und man darf wirklich nur ein maximal mit 750 Fehl, also den Fehlwert haben. Eieiei. Kotzen. Aber wenn ihr 625 habt, das ist ja der zweite Fehlwert, dann schafft ihr es schon fast nicht mehr. Also ihr müsst echt Tiefflugbonus und alles, ihr müsst alles mitnehmen. Es bringt alles sonst nichts. Gut, da haben wir das jetzt auch endlich hinter uns gebracht. Vor dem hatte ich auch übrigens am meisten Angst, von der Flugbahnkram her. Dann kann ich ja gleich den nächsten machen, der hier anschließt an den Bereich. Und ja, Leute, sind zwar 34 Minuten. Ich werde versuchen, den noch ganz schnell zu machen. Ich entspanne mich kurz. Wie gesagt, maximale Flugzeit ist ja so 2 bis 3 Minuten. Wenn es so kommt, 4 Minuten. Das heißt, das passt noch in der Zeit. Wenn es nicht klappt, kennt ihr das Spielchen. Es geht in den nächsten Part weiter. Und ja, wir brauchen hier also mindestens 30.000 Punkte plus. Das ist Ruckel, tut mir leid. Das passiert übrigens irgendwie immer, wenn er, ja, wenn ich sehr oft denselben Kladderadatsch machen muss. Und ja. Da merke ich dann auch einfach, okay, das Spiel ist nicht ausgelegt dafür,
Von wegen, mach mal ruhig ein paar Fehler. Weil dann meckert das Spiel tatsächlich ein wenig herum. Aber ja, ich glaube, das haben wir jetzt gerockt hier. Ja, das haben wir gerockt. Wir klatschen da zwar gleich hinten gegen, aber immerhin immer noch in der Folge drinne. Und somit sage ich danke fürs Zuschauen. Aua, danke fürs dabei sein und dranbleiben. Wir haben eine weitere Mod, auch quasi die letzte Mod, die man kriegen kann. Aber wir haben immerhin noch ein paar Flugkurse vor uns. Und zwar, Moment, kurz gerechnet, 30, das heißt also 15. Nein, Quatsch, 30, 5 ist pro Ding. Das heißt 15, 15, das heißt 7 Dinger müssen wir noch machen. Ein wiederholt, 6 weitere noch abzuschließen. Und ja, ich glaube, die werden wir ganz einfach im nächsten Part holen. Ich bedanke mich erstmal vorerst auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao. Tschüss.